Hallo zum nächsten Video. Heute mit einem hässlichen Gesicht zu der hässlichen Stimme, weil wir reagieren heute auf einen anderen YouTuber. Ich habe den Kanal und das Video schon geladen, gucken uns jetzt zwei Löcher an, wie er das erklärt, wie er das macht. Ich reagiere drauf, was hat mich daran stört, was mich daran nicht stört. Legen wir einfach mal los. Hi guys, so today I've decided to do you a little Stage 13 walkthrough video. Wie gesagt, er erklärt jetzt, dass er das Stage 13 halt spielt, um uns das zu zeigen, wie man spielt. Deswegen bin ich auf dieses Video gestoßen, weil ich auch Stage 13 bin. Mal gucken, wie man das halt spielt, ob man abkürzen kann, ob man irgendwo über Ecken spielen kann, mit Bouncen. Gucken wir uns das mal an. Komischen Musikgeschmack hat er. So yeah, we'll just play a few games and see how it goes. Die Bälle habe ich nicht. Die Bälle habe ich nicht. Und jetzt sehen wir halt. Ja. Mit dem Wind, weil ich euch erklärt habe in einem anderen Video. Stellt da gut ein. Weißer Kreis, 3 Meter, 4,6 Meter Wind. Ja, und so sieht es halt denn aus bei ihm. Ihr habt jetzt Videos von mir gesehen oder auch nicht, ist auch egal. Ja, schön. Ich komme da niemals hin. Das ist mir nichts geholfen. Was erklärt er mir jetzt? Ich habe geile Schläger, ich kann da hinspielen, wo du nicht hinkommst. Bisschen schlecht. Er ist ein super, super, super sympathischer Mensch und ein super, super guter, super gesagt, Golfer. Also wie gesagt, er spielt absolut hammergeil Golf. Er trifft die Null, kommentiert auch alles sehr gut. Also, wer Englisch auf ihn ist, kann das gut verstehen. Ja, wie gesagt, so als Tutorial oder als Anweisung, wie man die Löcher spielt, ist das Rotz. So hätte ich den jetzt gespielt. Auch hier, wie gesagt, so ein Backspin, so oben so reinknallt. Da habe ich leider die Möglichkeit nicht. Ein bisschen falsch eingestellt, der läuft übers Loch rüber, so an der Kante. Da. Ich habe das Video vorher schon gesehen, deswegen wusste ich, dass das nicht, dass ihr denkt, ich bin Hellseher. Ja, passiert dann auch öfters. Oh, hi, kuscheln. Nee, doch nicht. Oh, an ihr Sabbat. Ja, nee, also wie gesagt, da passiert dann auch öfter disconnected, dann geht er einfach raus und Rage Quit. Kennt man von FIFA. Ja, und dann ist er halt weg und dann hat man halt gewonnen. Ich habe keine Banane, ich habe mir den Finger geschnitten. Nicht, dass ihr euch wundert. So, gucken wir uns noch ein zweites Loch an. Das soll auch gut sein. Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zeigen, was dann irgendwann möglich ist, wenn man die Schläger hat. Wenn man viel Geld investiert, ist das auch möglich. Also Pay to Win halt dann zu spielen. Mache ich nicht, ich muss das Geld nicht investieren, ich kriege die Schläger so oder so irgendwann. Was mich immer wieder erstaunt ist, auch in diesem hohen Pokalebereich oder Levelbereich, den die haben, dass die auf den Wind nicht achten. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, wie die da so weit gekommen sind, ist mir immer ein Rätsel. Die müssen ja eine Statistik haben, wie gesagt, ich spiele 50.000 Spiele, verliere aber 60.000 und spiele trotzdem weiter. Ich habe keinen Spaß mehr an diesem Spiel, weil wie gesagt, irgendwann muss ich doch irgendwie mal hinterfragen, wieso landet mein Ball da immer, wo er nicht hin soll. Tja,
Wie gesagt, und er, wie er den einstellt. Also wenn ich dieses Loch spiele, liegt hinter dem Haus, auf jeden Fall. Outside edge of this little white box on the outer circle was 11. So I'll just use that as a reference. Ja, das ist Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Wie gesagt, wie sauber er das spielt. Also wie gesagt, der müsste wirklich tagtäglich spielen oder nicht tagtäglich. Ja doch, tagtäglich schon, aber wie gesagt, nicht stündlich, aber wie gesagt, er hat eine Art, diese Löcher anzuspielen und ein Verständnis für den Wind, für die Abkürzung. So if you like using that unicorn, iron. Er hat erklärt, dass auch die Schläger, ja, das Einhorn bei uns, das Unicorn, ist klar. Ja, er hat schon Level 4, er hat den Diffon, ich habe noch gar keinen davon. Oh, mal gucken, wie er einstellt. Ich habe schon mal den Wind erklären, wie gesagt, gelber Kreis, ein Strich sind 6 Yards, also 6 Meter Wind. Der zweite ist 12, also davor ungefähr. Wird ein bisschen nach vorne machen, ein Stück. Genau. Und jetzt sollte er eigentlich auch passen. Also ich weiß, dass er passt, ich habe das Video schon gesehen, aber wie gesagt, so hätte ich den jetzt auch gestellt. Aber wie gesagt, ihr seht auch, wie langsam bei ihm der Zeiger für die Null, ich sag mal Null, Mitte, läuft. So. Wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob euch sowas hilft, wie, also ich mache jetzt noch ein Loch, ich drücke jetzt Pause. Ob das euch wirklich hilft, einen YouTuber zu sehen, wie er bessere Schläger, bessere Spielmechaniken ausnutzen kann, euch zu zeigen, wie man die Löcher spielt, ist unnütz. Wie gesagt, ich mag ihn, er kann super Golf spielen, wie gesagt, ihr könnt ihn auch gerne mal selber euch angucken oder auch abonnieren, ist mir egal. Aber ich bin der Meinung, man soll euch das ja zeigen, so wie jeder Normale das spielt und nicht so, oh geil, ich habe 15.000 Schläger, ich habe 800 Euro eingezahlt und ich rasiere hier jeden. Bringt uns nichts. Das ist genauso wie die Casino-YouTuber. Ich habe 5.000 Euro eingezahlt, spiele auf 10 Euro und gewinne mal was. Und alle freuen sich. Na super, ich kann keine 5.000 Euro einzahlen und auf 10 Euro drehen. Davon mal abgesehen. So, noch eine kleine Info, falls ihr Lust habt, dass ich auch andere Handy-Games erkläre, mir runterlade, spiele und mal ein paar Videos hochlade, schreibt es in die Kommentare oder ob ich auf andere YouTuber reagieren soll, die auch so einen ähnlichen Content machen. Könnt ihr euch gerne in die Kommentare beteiligen. Ich werde auf alles erstmal eingehen und gucken, was machbar ist. Ich werde nächsten Tage das Turnier starten. Da werde ich auch auf jeden Fall immer die 18 Löcher durchspielen und euch die auch hochladen, gucken. Aber dann wieder ohne Gesicht, weil ich kann mich nicht ertragen. Das ist Wahnsinn. Nein, aber ist besser zum Spielen auf jeden Fall. Wenn ich so Reaction-Videos mache, kann ich gerne mein hässliches Gesicht in die Kamera halten. Habe ich kein Problem mit. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, schönen Morgen, schöne Nacht, schönen Abend. Irgendwas, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, die ich nicht oben habe, sehe ich auch das Datum, dass heute der dritte Advent ist und wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Bis dahin und tschüss.